Liebe Zuschauer, schön, dass Sie München TV eingeschaltet haben. Ja, heute begrüße ich Sie aus Weilheim, aus dem Kreiskrankenhaus hier. Und hier steht er schon, der Chefarzt der Unfallchirurgie und der Orthopädie. Heute sind wir spannend dabei bei einer ganz gewissen Operation. Was werden wir da heute erleben? Sie werden heute eine Operation erleben, wo ich einem Patienten ein künstliches Kniegelenk implantiere. Das Besondere an dieser Operation ist, dass wir einen Roboterarm verwenden, der uns bei dieser Operation hilft, eben die Sägeschnitte besonders präzise zu setzen, zum einen, allerdings auch im Vorfeld das Ganze intellektuell vorzuplanen und hoffentlich dann auch natürlich bessere Ergebnisse für unseren Patienten zu bekommen. So, jetzt haben wir ja auch einen Patienten, der jetzt dann gleich operiert wird. Wollen wir da mal kurz ihn besuchen und ihn mal kurz befragen, wie es ihm jetzt schon geht? Okay? Gerne, machen wir das. So. Ja, Dr. Löffler, hier ist schon der Herr Reichel. Morgen, Herr Reichel. Grüß Sie. Morgen, Herr Löffler. Grüß Gott. Grüß Gott. Wir sind von München TV und wir dürfen das jetzt mitdrehen. Was passiert jetzt mit dem Herrn Reichel? Ja, der Herr Reichel geht jetzt relativ zügig in den OP. Ja, freut also sich schon, los. Oder? Wie Sie? Ja, schon. Und natürlich ein bisschen Aufregung ist auch mit dabei. Das gehört immer dazu. Das gehört absolut dazu. Das ist auch richtig so. Vom Grundsätzlichen her brauchen Sie aber keine Angst haben. Also, Sie sind jetzt auch nicht der Erste, den wir machen. Haben gute Erfahrungen gemacht damit, also keine Sorge. Ja, vielleicht beim Herrn Reichel. Mhm. Der Herr Reichel ist eigentlich ein Sportler. Also gestern war er also in voller Montur, Trainingsanzug, ist Kreisliga-Fußballspieler gewesen und ist 44 Jahre alt. Ja, also doch relativ jung eigentlich noch für einen Patienten, der künstliches Kniegelenk braucht. Es sind im Prinzip alle konservativen Maßnahmen sind also ausgeschöpft, hat also alles Mögliche durchgemacht. Er hat eine erhebliche O-Bein-Fehlstellung, wenn man sich das Ganze mal durchaus mal hier anschaut, wenn man sich die Achse des Beines mal anschaut, also das ist doch ein erhebliches O. Und dieses O wollen wir aber jetzt nicht zu einer komplett geraden Beinachse korrigieren, ja, sondern wir belassen ihm ganz bewusst so ein gewisses Rest-O, weil er mit einem gewissen O natürlich auch schon auf die Welt gekommen ist. Ja. Und ihn jetzt in so eine gerade Beinachse rein zu zwingen, praktisch mit aller Gewalt, ist nicht unser Bestreben, sodass also praktisch möglichst die ursprüngliche Anatomie, die er hatte, bevor er die Arthrose entwickelt hat, eben beibehalten wird. Ja. Und das ist jetzt das, was man und beim Fußballspielen ist es ja nicht schlecht, wenn man ein bisschen O-Beine hat, gell? So. Eigentlich ist es genau. Jetzt, wie war das denn? Haben Sie wahnsinnige Schmerzen nach wie vor? Oder? Ich habe vor 10 Jahren das Fußball aufgehört, weil ich die Schmerzen nicht mehr können habe und alles immer schlimmer geworden. Ja, so ist das zustande gekommen. Ist immer mehr ins O gegangen. Mhm. Anscheinend habe ich die Kreuzbänder nicht mehr. Hat der Dr. Ziegler gesagt. Und, ja. Schön, wie habt ihr beide euch denn gefunden? Wie sind Sie denn auf den Dr. Löffler aufmerksam geworden? Ich habe einen guten Bekannten und der hat gesagt, wenn du ein künstliches Kniegelenk brauchst, also der Beste. Gehst nach Weilheim. Sehr gut. Er kommt von relativ weit her, kommt aus Eckenfelden, also er ist durchaus an mehreren Zentren vorbeigefahren. Ja, ja. Und sicherlich hängt es natürlich auch mit unserer Technologie zusammen. Mhm. Ja, also diese Robotertechnologie. Es gibt in Deutschland gibt es wirklich nur 10 Krankenhäuser, die diese Technik anbieten. Und wir sind also in Oberbayern die Ersten gewesen, die mit dieser Technologie arbeiten, haben jetzt mittlerweile über 100 von diesen Prothesen operiert. Sind sehr, sehr zufrieden. Wir sind jedes Mal wieder begeistert, wenn wir die Technik anwenden. Ja, wir haben ja auch im Vorfeld schon lange Jahre natürlich Kniegelenksprothesen operiert. Aber das ist also wirklich jetzt aus unserer Sicht ein Quantensprung. Dr. Löffler, man merkt einfach die Leidenschaft bei Ihnen. Wie wichtig ist es als Arzt, dass man diese Leidenschaft hat? Dass man wirklich sagt, Sie sind ja ein Motivationsarzt und es ist ja wichtig, man braucht ja immer den Patienten, der da motiviert ist und der Arzt auch. Also wie wichtig ist denn so die Leidenschaft? Also für mich persönlich funktioniert es nur mit Leidenschaft. Also ich bin gerade, was diese Operation anbelangt, ein extrem leidenschaftlicher Mensch. Sie merken es ja schon. Ja, ja. Und es ist aber nicht nur die Leidenschaft, sondern auch wirklich das, was objektivierbar ist. Ich habe es ja schon gesagt, es gibt also viele Studien mittlerweile, die auch belegen, dass diese Technologie wirklich in vielerlei Hinsicht die bessere ist. Was sicherlich momentan noch ausbleibt, ist natürlich, was das Langzeitüberleben dieser Prothesen anbelangt. Wir wissen ja, dass Prothesen irgendwann mal lockern können. Wir hoffen halt natürlich auch mit der Technologie, dass wir die Lockerungsrate bzw. den Zeitpunkt der Lockerung, auch wann die Prothese ausgetauscht wird, natürlich möglichst nach hinten ausschieben. Ja. Hoffen, dass die natürlich 20, 30 Jahre möglichst halten. Wunderbar. So, wir sind jetzt dabei bei der Operation
Und ich denke, Sie sind in super Händen und wir sehen uns dann später, wenn Sie wieder aufgewacht sind und alles vorbei ist. Vielen Dank. Alles Gute. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Bis später. Danke. Ja, Herr Dr. Löffler, da steht der Kollege Roboter. Sagen Sie doch mal ein bisschen was dazu. Eine der drei Komponenten, ja, also sicherlich erst einmal das, was am meisten ins Auge fällt, das ist also jetzt dieser Roboterarm. Sie sehen hier schon auch für das Navigationssystem diese sogenannten optischen Marker, wo also quasi der Roboter selbst auch über das Navigationssystem registriert wird. Die Säge ist schon eingespannt, Sie sehen den Sägegriff, ja, mit dem entsprechenden Knopf, den der Chirurg betätigt, damit die Säge überhaupt losgeht. Also sicherlich der Hingucker erst einmal. Ja. Dann haben wir noch die Komponente 2. Das ist praktisch hier unser optisches Navigationssystem. Das ist also praktisch diese sogenannten Marker, die wir hier schon sehen, die der Patient dann auch am Bein erhält, das zeige ich Ihnen dann, eben aufnimmt und praktisch die Lage des Beins im Raum aufnimmt und entsprechend dann eben auch reagieren kann, falls wir irgendwelche Veränderungen vornehmen. Und das dritte ist halt unsere Software-Einheit, das ist praktisch hier der Rechner, wo wir hier jetzt das Knie des Patienten praktisch schon drin haben. Sie sehen hier viele, viele Zahlen. Ja, das ist also das Kniegelenk unseres Patienten, so schaut das jetzt aus. Und hier haben wir also jetzt schon mal im Vorfeld die Prothese eingesetzt, eben nicht standardmäßig auf exakt gerade mechanische Beinachse mit 90 Grad Gelenklinie, sondern wir haben den Patienten schon 2 Grad O, haben wir ihm schon mal hier belassen. Das heißt, wir armen also seinen Knochen schon etwas nach und entsprechend haben wir die Parameter erstmal so eingestellt, dass es unserer Meinung nach momentan, in der momentanen Ex-ante-Sicht sozusagen passt. Und die Feinabstimmung machen wir dann während der Operation. Jetzt gibt es ja noch den Roboter-Ingenieur quasi. Genau. Der sitzt dann auch hier oder steht hier. Genau, den haben wir hier hinten gerade momentan stehen. Ja. Der steht dann praktisch hier und macht... Bedient? Genau, der bedient praktisch am Rechner, steuert der praktisch diese Zahlen, indem er die hier eben verändert, je nachdem, was wir ihm während unserer Bandspannungsmessungen eben dann sagen. Inwieweit spielt da das medizinische Wissen eine Rolle? Das medizinische Wissen, der Herr Neubert speziell, der also jetzt bei uns unser MPS ist, so wie man das nennt, hat über lange, lange Jahre medizinische Erfahrung, hat ein Diplom-Ingenieurstudium hinter sich und ist in dem Bereich auch einer der erfahrensten, die es zurzeit wahrscheinlich in Europa sogar gibt. Also wir sind da sehr, sehr stolz drauf und es ist immer sehr, sehr harmonisches Zusammenarbeiten. Sie werden das gleich sehen dann, wie wir miteinander agieren. Also es ist sehr, sehr schön und es geht auch wirklich sehr, sehr reibungslos und flutscht. Spannend. Also wir sind quasi jetzt dabei bei der Hightech-Operation und jetzt kommt dann gleich der Patient. Jetzt kommt dann gleich der Patient. Also als erstes machen wir praktisch eine lokale Infiltration von der Haut. Das ist einfach, um das Schmerzgedächtnis so ein bisschen auszuschalten für den Patienten. Wird praktisch ein Lokalanästhetikum gespritzt im Bereich des später zu erwartenden Hautschnitts. Jetzt, Herr Dr. Löffler, bei der herkömmlichen OP-Methode fällt das ja... Fällt komplett weg. Das fällt komplett weg. Also das ist wirklich noch eine zusätzliche Steigerung, kann man fast sagen. Das ist die Steigerung, wo wir praktisch jetzt das Bein, das jetzt hier im Raum liegt, mit dem 3D-Modell, das wir vor der Operation gewonnen haben, abgleichen. Ja, es wird also jetzt gematcht, wie wir sagen, sodass für den späteren Sägevorgang, natürlich das für den späteren Sägevorgang ist wahnsinnig notwendig, weil wir sonst die Präzision natürlich nicht kriegen. Also das ist jetzt natürlich schon das Besondere an diesem System. Das gibt es, wie gesagt, bei der herkömmlichen Technik nicht. So, okay. Jetzt kommt wieder ein entscheidender Teil. Jetzt machen wir praktisch... Schauen wir, wie die Achsverhältnisse aussehen und wie die Bandspannung ausschaut. Und all das kann man mit der konventionellen Technik überhaupt nicht irgendwie quantifizieren. Also wir haben jetzt bei dem Patienten, sieht man wunderschön, wir haben also ein 7 Grad Streckdefizit, das ist das, was wir auch schon gesagt haben, der streckt nicht mehr voll durch. Ja. Das ist jetzt 7-6 Grad und wir haben ein O-Bein von 12 Grad. Mhm. Ja, also das ist schon mal eine richtig ordentliche Fehlstellung in Streckung. Jetzt schauen wir uns das in 90 Grad Beugung an. Da haben wir jetzt 4 Grad und maximale Beugung, also das ist jetzt Echtzeit, das muss man sich vorstellen. Das ist jetzt wirklich Realtime.
Das ist genau das, was wir ursprünglich so in etwa geplant haben. Okay, capture mal. So, wir haben also jetzt das Kniegelenk quasi durch Kompression praktisch korrigiert. Ja. Wir haben das, was wir gesagt haben, wir lassen dem Patienten bewusst ein gewisses Rest-O-Bein, weil er sozusagen schon so auf die Welt gekommen ist. Das wäre jetzt in dem Fall 4 Grad. Haben aber das Kniegelenk vollkommen gestreckt. Das haben wir jetzt sozusagen eingefroren. In dem Moment, wo ich gesagt habe, Capture, friert er diesen Zustand ein. Und der Computer registriert das und gibt es später dann an den Roboterarm weiter, dass genau diese Komponente dann so auch ausgeführt wird. Und jetzt kommt eben die Korrektur. Und das ist jetzt das ganz Entscheidende. Wir haben hier diese Werte, 17 mm in Streckung auf der Innenseite, 20 mm auf der Außenseite und in Beugung 16 mm Innenseite und 18 mm auf der Außenseite. Unser Ziel ist jetzt, dass wir 18 mm sowohl innen als auch außen, sowohl in Beugung als auch in Streckung haben. Weil dann eben eine harmonisch laufende Knieprothese entsteht, was wiederum für die Beschwerden und vor allem hoffentlich natürlich auch für das Langzeitüberleben der Prothese von entscheidender Bedeutung ist. Da sind Sie jetzt quasi schon ein bisschen im mathematischen Bereich. Also jetzt kommt dann natürlich das Entscheidende, unser Kollege kommt ins Spiel. Ja, jetzt kommt der Kollege Roboter. Genau. Ich berühre den praktisch jetzt, noch ist alles frei beweglich. Ich fahre den jetzt in einen gewissen Zielkorridor ein. Ich drücke jetzt einmal drauf und dann fährt der Roboter praktisch automatisch in Position. So, Sie sehen, ich mache gar nichts. Das macht alles der Roboter selber. Jetzt lasse ich los und ab jetzt kann ich quasi nur noch in einer Richtung sehen. Und Sie sehen das schön hier. Alles, was grün ist, muss weg. Und über die grünen Grenzen kann ich gar nicht raussägen. So. Während ich das jetzt mit der örtlichen Betäubung mache, bereitet die Schwester schon alles vor für die eigentliche Implantation. Herr Dr. Löffler, jetzt kommt die richtige Implantation. Jetzt kommt die richtige Implantation, wo das eigentliche Implantat reingesetzt wird, ist mit Zement bestrichen. Darf ich vielleicht mal fragen, das ist ja eine richtige hohe Präzision. Ja. Ist das jetzt im Rahmen einer kassenärztlichen Geschichte abgedeckt oder müsste man da Privatpatient sein? Nein, das ist auch für Kassenpatienten. Das ist immer so ein bisschen der Bereich, wo es so ein bisschen, ja, was heißt, stressig wird, weil man natürlich dann in dem Moment die beiden Komponenten mit einer Zementportion quasi einbringen muss. Jetzt ist alles wunderbar gelaufen, dann kann man wirklich sagen, vielen Dank, dass Sie dabei sein durften. Also Sie sehen, wunderbar, perfekt drin und stabil. Herr Dr. Löffler, die OP ist super gelungen. Sie sind ein echter Profi. Jetzt war ja auch Ihre Hand oder Ihre Hände waren sehr wichtig, aber der Roboter ist ja schon, sagen wir mal, ein Hingucker. Nicht nur im Fernsehen, sondern auch im OP-Saal. Aber dennoch, Sie haben Ihr Team drin. Beschreiben Sie doch mal so jetzt die Situation, wenn der Roboter kommt. Also wir haben Sie jetzt mitgefilmt, aber dennoch ist ja mal wichtig, Sie aus ärztlicher Sicht, warum kommt jetzt der Roboter an? Der Roboter ist in der Tat natürlich für den Außenstehenden erst einmal zweifellos der Hingucker, wie Sie schon selber sagen. Das Entscheidende an der Technik ist allerdings immer noch das, was im Vorfeld passiert. Das heißt, es ist nicht mehr das Gefühl des Arztes, das so gefragt ist, sondern wir können das Ganze reproduzierbar machen. Das heißt, wenn ich ein und dasselbe Knie zweimal hintereinander machen dürfte, dann kommt zweimal hintereinander exakt das Gleiche raus. Und zwar aufs Grad genau und auf den Millimeter genau. Und das ist das, was das natürlich unterscheidet. Bei der herkömmlichen Technik ist doch immer noch also ein bisschen Pi mal Daumen dabei. Sie haben spezielle Schablonen, Ausrichtungslehren, die Sie da anwenden, wo Sie dann teilweise eben bestimmte anatomische Landmarken ertasten müssen, auf die Sie dann mit Ihren Ausrichtungsstäben zielen. Also alles doch im
will ich mal sagen, im Zentimeterbereich, wo sich das abspielt. Und hier haben wir wirklich die Möglichkeit, dass wir was planen und es kommt am Schluss exakt genau das raus. Und da ist natürlich dann ein Teil davon, ist natürlich dieser Roboterarm, der das, was wir intellektuell geplant haben, natürlich dann auch in dieser höchsten Präzision genau so umsetzt, sodass am Schluss genau das rauskommt, was man. Es ist ja eine richtige Hightech-Medizin. Das kann man einfach schon so sehen, ja. Jetzt, wie kam denn das, dass man gerade in Weilheim, dieses schöne Städtchen, dass ihr so eine moderne Technologie im Krankenhaus habt? Ja, das fragen sich natürlich viele, weil normalerweise geht natürlich schon die Innovation erstmal von den Universitätskliniken aus. Es ist so, wir beschäftigen uns schon seit wirklich längerer Zeit oder seit langer Zeit mit der Knieendoprothetik, haben auch durchaus die ganzen Erneuerungen mitverfolgt, also zum Beispiel die Navigation. Dann auch die patientenspezifischen Instrumentierungen, wo man praktisch Schablonen angefertigt hat, die man individuell für den Patienten hergestellt hat, um dann eine genau exakt so funktionierende Prothese zu produzieren. Und wir haben immer gesagt, es müsste beides geben. Es müsste sozusagen die Vorplanung geben und die intraoperative Navigation in der Tat dann noch kombiniert mit der Robotik. Das wäre so das, was wir unbedingt haben wollen. Und das kam dann tatsächlich auf den Markt und ich habe dann meinen Geschäftsführer mit ins Boot genommen und habe den auch sofort dafür begeistern können. Das ist nämlich auch ein technikaffiner Mensch, der natürlich auch in die Zukunft denkt. Und wir beide konnten also dann unseren Kreistag davon überzeugen, dass das wirklich eine zukunftsweisende Technologie ist und haben das durchgekriegt. Und zwar in einer Zeit, die wirklich enorm schnell ist. Also vom ersten Gedanken bis zur Umsetzung waren es tatsächlich nur 7 Wochen. Und das ist natürlich in so einem kleinen Haus schneller möglich als in so einem großen Dampfer. Nun haben wir natürlich im Sender einen sehr dynamischen Herrn, Hans Dietz, der ja uns darauf aufmerksam gemacht hat, der nicht ruhig ist, sondern gesagt, du Erich, da musst du hin. Und es ist tatsächlich so, ich habe mich so ein bisschen in München mal umgehört, das spricht sich rum. Weilheim hat diesen Roboterarm, ja. Das heißt, sie kriegen auch viele Patienten, die jetzt nicht aus dem Landkreis kommen, sondern die kommen von überall her. Es ist mittlerweile tatsächlich so, wir kriegen die Patienten überregional, also den Patienten, den wir operiert haben, der kommt tatsächlich 200 Kilometer entfernt. Also das ist ganz ordentlich. Wir kriegen Leute aus Mitteldeutschland, Hessen. Also es macht sich tatsächlich bemerkbar und sind natürlich sehr froh drüber. Inwieweit mussten Sie jetzt dazulernen, weil das ist ja auch, sagen wir mal, fast wie so die Software-Ecke. Also Sie mussten ja auch irgendwie die ganze Steuerung verstehen, was da passiert. Also es ist so, man muss formal zertifiziert werden und dieser Zertifizierungsprozess, das ist also nicht nur formal auf dem Papier, dass man dann irgendwo mal schnell hinfährt. Nein, es war tatsächlich so, wir haben also an Leichen haben wir geübt und trainiert. Und das Ganze war dann sogar mit einer kleinen Prüfung. Gut. Aber letztendlich haben wir uns sehr, sehr viel intellektuell damit auseinandergesetzt. Die Firma hat auch eine eigene App sogar entwickelt, wo man also praktisch abends zu Hause sich hinsetzen kann, simulieren kann und trainieren kann, um praktisch die Software zu verstehen. Und dann eben, wie gesagt, mit dem Roboterarm das halt dann durchzuführen, das ist dann der letzte Schritt, der ist dann nicht mehr so der entscheidende. Ja. Inwieweit geht es auch mit Hüftoperationen? Es geht mit Hüftoperationen und da sind wir besonders stolz, sage ich jetzt auch mal. Wir sind also eine von 2 Kliniken in Deutschland, die also auch den Hüftgelenksersatz mit dem Roboter machen können. Wir machen bei der Hüfte nicht jede Operation mit dem Roboter. Es gibt also bei bestimmten Operationen, die also wirklich erhebliche Fehlstellungen haben, durch beispielsweise angeborene Hüftdysplasien, wo also das Drehzentrum sich vollkommen verlagert hat, da hilft uns der Roboter, das natürlich perfekt zu rekonstruieren, weil wie gesagt, das, was wir geplant haben und das, was dann rauskommt, ist reproduzierbar, immer genau da, wo es hingehört. Mhm. Sie selbst, wie sind Sie denn mit der Operation jetzt zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Es ist genau das rausgekommen, was wir haben wollten. Perfekt ausbalanciertes Kniegelenk. Wir haben so ein kleines Rest-O haben wir letztendlich belassen, was wir auch wollten. Es ist ja so, dass wir nicht eine genau exakt anatomische, mechanische Beinachse haben wollen, wo dann die Gelenklinie im 90-Grad-Winkel dazusteht, sondern wir folgen eben dieses kinematische Alignment. Das heißt, wir belassen quasi ein gewisses Rest-O des Patienten, wo wir davon ausgehen, dass er das vor der Arthrose-Entstehung eben auch hatte, dass ihn der Herrgott sozusagen so erschaffen hat. Und genau so wollen wir es dann natürlich wieder rekonstruieren. Und dementsprechend sind natürlich auch die angrenzenden Gelenke, die Wirbelsäule, das Becken natürlich auf diese, in Anführungszeichen, kleine Fehlstellung ausgelegt.
Kann das sein, dass der Patient dann genauso geht wie früher oder geht er ein bisschen anders? Er soll natürlich besser gehen, als er jetzt zuletzt gegangen ist. Es gibt ja so Schonhaltungen beim Gang. Ja, also die Schonhaltungen, die hat er ja über die letzten Jahre jetzt zunehmend entwickelt. Das muss ja auch im Kopf wieder raus, oder? Das geht aber relativ schnell wieder raus. Warum geht das so? Weil das ursprünglich über die Jahre, hat er erst einmal mehrere Jahre ein normales Gangbild und normale Verhältnisse gehabt. Und die hat er natürlich im Kopf abgespeichert. Und dementsprechend bildet sich dieses Bewegungsmuster natürlich auch wieder zurück. Jetzt, wenn Sie das vielleicht mal unseren Zuschauern erklären, das ist jetzt dieses künstliche Knie. Also man muss sich das so vorstellen, das Kniegelenk oder das künstliche Kniegelenk in der einfachsten in Anführungszeichen Form ist ja wie die Überkronung eines Zahns. So muss man sich das vorstellen. Das besteht aus drei Komponenten. Sie sehen hier die Oberschenkelkomponente. Wenn man die jetzt hier wegmacht, ist das praktisch eine Überkronung. Das heißt, das Knie wurde ja, das haben wir gerade gesehen, das wurde ja auch praktisch alles raus. Zersägt. Es wurde quasi wirklich erstmal definiert zersägt. Und wenn man sich natürlich vorstellen kann, das Ganze hat 6 Freiheitsgrade, kann man natürlich durch diese Sägeschnitte natürlich auch was falsch machen und richtig machen. Das heißt, auf die Präzision dieser Sägeschnitte kommt es darauf an, ob die Prothese so, 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 so oder so implantiert wird. Und da kommt es eben auf wenige Grad und auf wenige Millimeter kommt es eben darauf an. Mhm. Und das macht das Ganze natürlich so entscheidend. Wie gesagt, das ist die Oberschenkelkomponente, die hier dann einzementiert wird. Genauso passiert es mit der Unterschenkelkomponente. Ja, die wird hier auch einfach reinzementiert. Und hier dazwischen drin ist das sogenannte Polyethylen-Inlay. So, und wie man sich schon vorstellen kann, sind natürlich hier die Intaktheit von den beiden Seitenbändern wahnsinnig wichtig, weil wenn die nicht mehr gegeben sind, dann klappt die Prothese natürlich einfach so auf und kann im schlimmsten Fall sogar luxieren, wie wir sagen. Und das ist natürlich auch bei unserer Technologie wahnsinnig gut, weil wir durch definiertes Eingrenzen des Sägebereichs genau diese Strukturen schonen können. Das heißt, der Roboterarm lässt mir überhaupt nicht zu, in diese Richtung zu sägen. Ja, das ist also ein Millimeter vorher, stoppt er. Aber Sie selbst waren ja jetzt an der Säge. Sie können fester oder leichter sägen. Also ich bediene tatsächlich die Säge, indem ich aufs Knöpferl sozusagen drücke. Und wenn ich allerdings über die vordefinierten Grenzen raussägen will, es geht einfach nicht weiter. Der ist stärker als ich. Ja? Und dann stoppt das Ganze. Ja? Und das bietet natürlich auch für den Patienten noch einmal eine deutliche Erhöhung Sicherheit. Der Sicherheit. Ja, klar. Ganz genau. Genau. Da ist, glaube ich, auch die Schweiz führend, oder, in diesen Implantaten? Es gibt, sagen wir mal so, jetzt das auf ein bestimmtes Land zu begrenzen, glaube ich, es gibt viele Hersteller, es gibt amerikanische Hersteller, wir haben einen amerikanischen Hersteller, es gibt Hersteller aus der Schweiz. Also ich glaube, entscheidend an der ganzen Sache ist, dass es Prothesen sind, die einfach die erprobt sind. Mhm. Ja. Es ist natürlich immer so ein bisschen so eine Gratwanderung. Auf der einen Seite wollen sie innovativ sein und wollen neueste Erkenntnisse in der Kniegelenkskinematik natürlich mit einfließen lassen. Auf der anderen Seite wollen sie natürlich möglichst Prothesen ihren Patienten anbieten, die schon lange Standzeiten haben. Mhm. Also man bewegt sich da immer so ein bisschen in der Zwickmühle. Aber eins muss man sagen, die Hersteller haben alle wirklich, die großen Hersteller haben alle wirklich sehr, sehr gute und langzeiterprobte Implantate. Wichtig ist in meinen Augen auch, dass sie, was den Kopplungsgrad anbelangt, nicht auf einen Prothesentypen fixiert sind, sondern dass sie, wenn sie während der Operation merken, es ist irgendetwas, was eben nicht so ist, wie sie ursprünglich sich das durchgedacht haben, dass Sie auf ein Modell mit einem höheren Kopplungsgrad ausweichen können. Haben Sie das dann parat auch? Das ist alles parat. Deswegen sage ich auch immer, ist es wichtig für den Patienten, dass er sich in einer Klinik operieren lässt, wo eben diese Prothesentypen eben auch alle parat liegen. Und wo es auch einen Plan B gibt. Wo es einen Plan B gibt, ja, weil das wäre dramatisch, wenn Sie dann auf einmal intraoperativ merken, hoppala, es funktioniert leider nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann muss ich aber einen Kompromiss eingehen und muss es auf Teufel komm raus mit dem Implantat. Jetzt gibt es natürlich Kollegen von Ihnen, die noch herkömmlich operieren, also händisch. Was ist denn so der Vorteil von händisch und jetzt der Vorteil von Roboterarm? Also selbstverständlich kann man händisch auch hervorragende Knie operieren. Das muss ich jetzt gleich mal im Vorfeld dazu sagen. Mhm.
Wir denken halt, dass wir mit der Robotertechnologie die Ausreißer reduzieren können. Sie müssen sich vorstellen... Was heißt Ausreißer? Ausreißer heißt, dass 20% der Patienten mit ihrer Knieprothese unzufrieden sind. Und Schmerzen dann? Schmerzen haben, sei es Schmerzen, sei es eine Bewegungseinschränkung, sei es eine Instabilität. Die Instabilität spielt aus unserer Sicht eine große Rolle. Ja, also das heißt... Dass einfach in bestimmten Teilbereichen des Gelenks einfach keine Stabilität da ist. Und das ist natürlich bei augenscheinlich oder radiologisch perfekt implantierter Prothese. Ja. Und das ist natürlich schon 20%, wenn man sich das einmal so in der Produktion vorstellt. Sie haben 20% Ausschussware, also da können Sie nicht lange überleben damit. Sodass man sich. Was macht man mit solchen Patienten? Die haben Sie ja dann auch wieder, die kommen ja und sagen, ja, Herr Doktor, es tut nach wie vor weh oder die Standfestigkeit passt nicht und so, dann manchmal muss man sagen, machen wir es nochmal, oder? Das ist in der Tat so. Man muss erst einmal sehr exakt analysieren, woran liegt es wirklich, wo ist das Problem. Ist das Problem die Instabilität? Ist der Kopplungsgrad unter Umständen falsch? Sind die Rotationsverhältnisse vielleicht... Herr Dr. Löffler, können Sie das dann radiologisch klären oder muss dann tatsächlich mal reingeschaut werden wieder ins Knie? Also die Achsverhältnisse und Rotationsverhältnisse kann man radiologisch klären, aber es gibt auch Fälle, wo man einfach das Ganze nicht mehr durch diagnostische Möglichkeiten, dann müssen Sie im Zweifelsfall reinschauen, allerdings müssen Sie einen Plan haben, woran es liegt. Also einfach nur mehr nachschauen ist ein schlechtes Konzept, Sie müssen schon einen Plan haben, woran es liegen könnte. Und leider Gottes ist doch der häufigste Grund, warum ein Patient aus unerklärlichen Gründen, in Anführungszeichen, Schmerz hat, dann doch der schleichende Infekt. Ja, dass Bakterien drin sind, die halt so schlummern und letztendlich die Beschwerden des Patienten verursachen. Aber das haben wir jetzt gesehen in der OP, Sie haben da richtig das Feld richtig, also steril gemacht. Das ist ja so eine Jodlösung, oder? Das ist eine Jodlösung und wir verwenden dann auch immer noch eine jodhaltige Folie, die praktisch dann den rüberkommt. Rest, genau, dass die Hautkeime, die potenziell trotz Abwaschen noch drauf wären, dass die einfach durch die Folie abgedeckt sind. Und der Patient selber macht schon vorher ein bisschen was, gell? Also Patient, er muss also auch schon die Bakterienfelder ausschließen. Genau, der Patient, der kriegt eine spezielle Duschlösung, mit der er duscht. Und das ist natürlich auch noch mal ein Teilbereich, wo es einfach wichtig ist. Wichtig ist auch, dass das Labor in Ordnung ist, dass er nicht irgendwo einen schleichenden, schwelenden Infekt her zum Beispiel hat. Zähne sind da oftmals, deswegen fragen wir auch in der Sprechstunde vorher immer den Patienten, ob er irgendwelche nicht sanierten Zähne hat, die davor unbedingt saniert werden müssen. Es dürfen keine Eiterprozesse irgendwo im Bereich des Beines sein. Also kurzum, er muss einfach von infektiologischer Seite her gesund sein. Warum sind Sie Arzt geworden? Gute Frage. Ich wollte eigentlich seit meinem 13. Lebensjahr wollte ich Arzt werden. Bin sicherlich vielleicht auch ein bisschen durch meine Eltern geprägt worden. Mein Vater wollte immer Medizin studieren. Das ging damals nicht. War von zu Hause aus war halt einfach wenig die Möglichkeit einfach nicht da. Es waren 6 Geschwister. Meine Mutter war Arzthelferin, mein Vater war bei der Berufsgenossenschaft, war Berufshelfer, war oft in Murnau als Berufshelfer. Und irgendwie ist der Funke dann auch auf mich übergesprungen und für mich war klar, mit 13, ich wollte Chirurg werden. Und ich musste quasi Medizin studieren, um eben manuell, handwerklich am Patienten tätig zu werden. Das war immer mein Wunsch und der ist Gott sei Dank in Erfüllung gegangen. Und Sie selbst haben sich ja dann entschieden für das Fach des Chirurgen. Sie waren lange in Großhadern, das ist ja auch eine der ersten Adressen hier in München. Wie war die Zeit in Großhadern? Da haben Sie wahrscheinlich auch alle Stationen durchlaufen, oder? Es war toll. Es war toll in Großhadern, muss man wirklich sagen. Es ist also immer nach dem Motto, geht nicht, gibt's nicht. Es waren einfach alle Möglichkeiten da. Es war ein ganz tolles Arbeiten. Es war auch ein sehr kollegiales Arbeiten. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Man war natürlich immer an vorderster Front. Gerade in der Unfallchirurgie waren natürlich viele Hubschrauberlandungen da, viele Schwerverletzte und natürlich auch mit Schicksalen verbunden, keine Frage. Aber durchwegs die positiven Erfahrungen, wo man wirklich dann auch persönlich mit einem sehr, sehr guten und auch befriedigenden Gefühl nach Hause gegangen ist. Was macht einen guten Arzt aus? Ich glaube, ein guter Arzt muss erstens natürlich schon mal fachlich auf dem neuesten Stand sein, aber er braucht auch die Empathie seinem Patienten gegenüber. Er darf nicht mit jedem Patienten mitleiden, das ist falsch verstanden natürlich, sondern er muss schon auf den Patienten eingehen und muss sich in seine Lage versetzen können und denken können, wie geht es dem in dem Moment, ja, und eben auf die entsprechenden Bedürfnisse des Patienten einfach auch eingehen können.
Sie selbst haben ja ein großes Feld, das Sie bearbeiten. Was gehört da alles rein? Ich komme ja ursprünglich aus der Unfallchirurgie, also alles, was rekonstruierend ist, das heißt Unfälle, die reinkommen mit gebrochenen Beinen, Armen, Becken, Wirbelsäule, werden versorgt. Das haben wir gelernt und letztendlich war dann doch seit Jahren der Interessenschwerpunkt immer mehr Richtung Endoprothetik und wir haben hier die Möglichkeit, als klassisches Versorgerhaus eben beides zu machen. Das heißt, das, was reinkommt, wird von uns versorgt, sei es der Wirbelkörperbruch, sei es der Beckenbruch, sei es der Schenkelhalsbruch, Unterschenkelbruch, alles, was reinkommt, wird von uns versorgt. Allerdings mit dem Spezialgebiet eben dieser Endoprothetik und vor allem natürlich der Roboterassistierten. Sie sind Chefarzt, Sie haben ein tolles Team. Wie wichtig ist da, dass die Motivation immer gut am Laufen ist? Aus meiner Sicht ist das sehr, sehr wichtig. Wir haben hier sehr flache Hierarchien. Wir verstehen uns alle sehr, sehr gut. Das ist nicht so, dass wir miteinander in Urlaub fahren oder so, aber es funktioniert perfekt. Aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass man sich gegenseitig befruchtet, dass man sich gegenseitig auch mal sagen kann, hätte ich vielleicht anders gemacht oder wieso hast du es so gemacht? Einfach die Diskussion, das ist wahnsinnig wichtig. Aber nicht nur innerhalb der Berufsgruppe Arzt, sondern auch berufsgruppenübergreifend, also sprich mit den OP-Schwestern, mit den Physiotherapeuten, ist ja wahnsinnig wichtig. Der Erfolg der Operation hängt ja nicht nur vom Chirurgen ab, sondern es ist natürlich auch die Nachbehandlung entscheidend. Ja. Es muss eine gute Physiotherapie. Gerade in der Orthopädie oder so. Gerade da ist es natürlich wichtig. Ich sage immer, 50% des Ergebnisses, da ist der Physiotherapeut dafür verantwortlich oder kommt dem Physiotherapeuten zu. Und deswegen denke ich, ist es schon sehr, sehr wichtig, dass man sich auch mit innerhalb unterschiedlicher Berufsgruppen gut miteinander versteht und das funktioniert hier super. Jetzt nochmal zurück zu den Knien, was ja auch ganz wichtig ist, nachdem der Patient jetzt operiert worden ist, dass da auch die Motivation jetzt vom Arzt auf den Patienten überkommt und natürlich auch der Patient weiß, er ist in guten Händen. Wie ist denn das jetzt mit dem Patienten, den wir zuerst interviewt haben, den Sie jetzt gerade operiert haben? Wie ist denn da jetzt das Nachfolgeprogramm? Was passiert da jetzt alles? Also das sieht jetzt so aus, der wird heute noch auf die Beine gestellt. Mhm. Ja. Morgen wird die Drainage entfernt und anschließend eben auch sofort physiotherapeutisch beübt. Und der bekommt eine sogenannte Motorschiene, kontinuierliche Motorschiene. Das heißt, das Bein wird auf so eine spezielle Schiene gelegt, die sich kontinuierlich bewegt. Dadurch wird das Gewebe geschmeidig gehalten und die Gefahr des sozusagen Vernarbens im Kniegelenk wird dadurch reduziert. Er ist ungefähr 5-6 Tage hier bei uns stationär und geht anschließend in die Reha. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt sogenannte ambulante Reha-Möglichkeiten, wo die Patienten zu Hause schlafen, anschließend eben abgeholt werden, in die Reha fahren, dort praktisch den ganzen Tag über ihr Reha-Programm durchlaufen und anschließend abends wieder nach Hause gehen. Oder es gibt die klassische stationäre Reha, in der sich der Patient dort befindet. Jetzt schmerztechnisch haben Sie ja auch während der Operation also auch eine Injektion noch ins Knie gegeben, sodass also die Schmerzen aushaltbar sind. Aber irgendwann sind die Schmerzen ja dann wirklich weg, oder? Also es ist so, die erste Nacht ist für einen Patienten oftmals nicht ganz so schön. Wir haben das mittlerweile reduziert. Wir verwenden sogenannte Schmerzpumpen. Das heißt, der Patient hat so einen Knopf, wo er drauf drücken kann, wenn er Schmerzen hat, drückt er aufs Knöpfel und dann appliziert praktisch eine, ja, in Anführungszeichen Maschine, mit einer Spritzenpumpe, appliziert eine gewisse Dosierung an Schmerzmedikament, sodass der Patient das selbst auch ein bisschen steuern kann. Und wir haben natürlich durch die intraartikuläre oder durch die Injektion während der Operation ins Gewebe, vor allem ins Kapselgewebe der hinteren Kapsel, das ist ganz entscheidend, haben wir natürlich auch dazu beigetragen. Und sagen wir mal so, in den Tagen danach ist es so, dass der Patient mit den herkömmlichen Schmerzmedikamenten dann zunehmend gut zurechtkommt und die dann peu à peu reduzieren kann, sodass in der Regel nach 3-4 Wochen eigentlich praktisch keine Schmerzmedikamente mehr eingenommen werden. Jetzt, wenn man mal zurückgeht, die Knie-OPs, also praktisch, dass man künstliche Gelenke rein, da gibt es ja schon sehr, sehr lange. Und wenn man jetzt mal diesen Weg zurückgeht und jetzt mal schaut, wo sie jetzt ist, ist es ja unglaublich.
Ja, also wenn man sich vorstellt, wenn man jetzt die Menschheit mal betrachtet, ja. Ja, das ist tatsächlich erst ein bisschen über 100 Jahre her. Ich glaube 1882, glaube ich, war die erste Knieprothese ja. von einem gewissen Themistokles Gluck, der praktisch den Oberschenkel abgesägt hat, den Unterschenkelknochen abgesägt hat und dazwischen drin ein reines Scharnier aus Elfenbein einzementiert hat. Ja. Das war damals eine Revolution, was also sehr, sehr kritisch gesehen wurde. Ja. Dann ist das Ganze, das hat natürlich nicht funktioniert zu Zeiten, weil es eine Asepsis noch nicht gab. Also diese Prothesen sind alle sofort rausgeeitert. Ja. Dann war es längere Zeit still und man begann dann in den 50er Jahren mit ähnlichen Modellen, die wir heute zur Verfügung haben. Aber dass man es routinemäßig wirklich mit großem Erfolg einsetzt, ist im Prinzip seit den 70er, 80er Jahren, kann man sagen. Jetzt schauen ja viele Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Jetzt sehen die so einen sympathischen Arzt. Was würden Sie denn da empfehlen? Schon wahrscheinlich die Roboterarm-Geschichte, oder? Ich persönlich, und das deckt sich mit... Würden Sie es auch bei sich so selbstverständlich. Machen? Selbstverständlich. Tatsächlich? Selbstverständlich. Also wir sind alle drei Operateure, wir sind hier drei Operateure, die zertifiziert sind und die das operieren. Wir sind so überzeugt davon, dass wir uns nur mit dieser Maschine operieren lassen würden. Das wäre schon eine Ansage. Wunderbar. Wie viele Knie haben Sie schon so gemacht? Wir haben jetzt 120 gemacht, seit März. Also eine stattliche Zahl. Und Feedback, wie ist Feedback so? Feedback ist durchwegs gut. Durchwegs gut. Also jetzt zu sagen, wir haben 100% perfekte Ergebnisse, wäre falsch, das wäre gelogen, das schafft man sicherlich nicht. Aber wir haben also gefühlt, das muss ich jetzt wirklich sagen, gefühlt, also wirklich harte statistische Auswertungen haben wir noch nicht, aber gefühlt haben wir deutlich weniger als 20% unzufriedene Patienten. Und mit der herkömmlichen ist es wahrscheinlich? Um die 20%. Und das zieht sich im Prinzip durch, jeden Operateur zieht sich das durch. Dr. Löffler, Sie haben kürzlich einen Patienten hier beide Knie ersetzt. Der kann schon wieder richtig laufen. Das schauen wir uns jetzt zum Schluss an. Liebe Zuschauer, ja, sehen Sie den Patienten, wie er jetzt wunderbar läuft mit zwei neuen Knien. Und wie gesagt, das Kreiskrankenhaus in Weilheim, das ist eine erste Adresse für Knie und für Hüften. Wir sehen uns wieder beim nächsten Le Schön Talk. Bis dahin noch eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund.